Und sage herzlich willkommen zur 59. Logoversity von Logo. Ja. Und es freut mich wirklich, dass ihr heute dabei seid. Nämlich, wir hätten ja nie gedacht, dass wir uns wieder treffen werden. Aber herzlich willkommen ohne Lockdown. Also ohne Lockdown hätten wir das ja nicht mehr gemacht. Aber jetzt, wenn schon Lockdown, dann nur mit euch. Und ich freue mich, dass heute mein Kollege Thomas wieder dabei ist und mit einem tollen Thema wieder die Logoversity startet. Das Einmaleins des Faktenchecks. Thomas, wer hätte sich das gedacht, dass wir uns wieder treffen und dass wir wieder über sowas reden müssen? Aber Ja, ich habe gerade geschaut, vor 17 Monaten, Anfang Juni, habe ich das erste Mal ungefähr was zu dem Thema gemacht bei der Logoversity. Ich hätte gehofft, dass es das nicht mehr braucht, aber eben anscheinend braucht es noch, wenn man sich die Medien anschaut. Und ja, Covid ist da durchaus mitschuld, dass es das noch braucht. Und ich hoffe, dass ich heute einige Fragen ja, beseitigen kann. wenn es Fragen gibt, sollen Sie es in den Chat stellen, gell? Voll Also gern, ja. Oder wenn es irgendwelche dringenden Verständnisfragen gibt, bitte auch gleich fragen. Also, weil das bringt nichts, wenn irgendwer dann auf irgendwas nicht kurz versteht und dann hinkt der immer hinten nach. Also, wenn es ganz dringend ist, einfach Mikro einschalten und sagen, hö, da passt das nicht. Gern gleich fragen. super, dann danke Thomas und ich gebe dir jetzt das Wort und ja, danke, dass du dabei bist wieder. Ja, gern. Ich probiere jetzt einmal meinen Bildschirm freigeben. Also probiere, es wird funktionieren. So, das müsste jetzt der richtige sein. Perfekt. So, ja, ich darf wieder zu einem meiner Lieblingsthemen reden, nämlich zum Faktencheck, zu Fake News, zu allem, was irgendwie da dazugehört. Macht es bei Logo inzwischen seit 4 Jahren. Mit Workshops an Schulen, mit Workshops für Firmen, für Multiplikatorinnen und so weiter. Und natürlich ist das ein Thema, was sich ständig weiterentwickelt, weil halt immer neue Fake News oder so weiter reinkommen, aber grundsätzlich bleibt das Gerüst im Hintergrund das gleiche. Von daher, es könnte sein, dass für den einen oder die andere was dabei ist, was er oder sie schon gehört hat, aber ich glaube, Wiederholung schadet nicht. Fangen wir mal an. Worum wird es heute gehen? Also, es wird heute gehen um Fake News, wie man darauf reagiert. Also, einerseits, was sind sie, woher kommen sie, warum gibt es sie? Und natürlich die wichtigste Frage, was kann ich tun? Was kann ich tun, um mich selbst davor zu schützen? Was kann ich tun, um andere davor zu schützen? Was kann ich tun, wenn leider ein bisschen tiefer eingetaucht sind schon und schon in Richtung Verschwörungen gehen? Und irgendwie, wie kriege ich die da wieder raus? Schauen wir, wie weit wir das heute beantworten können. Ich hoffe, ich bin zeitlich leider nicht dafür bekannt, dass ich kurz bin. Ich hoffe, es bleibt zum Schluss auf jeden Fall Zeit für Fragen und für Diskussionen. Falls das sich nicht ausgehen soll, wir sind per Mail erreichbar. Also einfach sonst einfach eine Mail schicken. Kontaktdaten gibt es eh auf der Webseite. Also, fangen wir mal an. Fangen wir mit der Klärung der Frage an, was sind Fake News und was sind es eventuell nicht? Fake News sind grundsätzlich einmal nicht, also man teilt Fake News oder Falschnachrichten in drei Bereiche ein. Das ist einmal Misinformation, einmal Malinformation und einmal Disinformation. Misinformation ist einfach alles, was falsch ist, aber nicht die Intention hat, dass irgendwen belügen soll oder dass irgendwen irgendeine Geschichte auftischen soll, sondern das ist einfach zum Beispiel schlecht recherchierte Berichte sind das. Also wenn irgendwas, jeder hat einmal einen schlechten Tag von uns, jeder Fußballtormer kraft einmal daneben, ich selber weiß das. Und auch Journalistinnen und Journalisten machen ab und zu Fehler. Das heißt, einfach schlecht recherchierte Berichte zählen noch nicht wirklich zu Fake News. Das ist einfach schlechte Arbeit. Das ist, hat nicht die Absicht, dass sie uns belügen soll, sondern ist ja, einfach schlechte Arbeit, passiert jedem. Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist die immer noch sehr breit kursierende Meinung, dass Spinat super viel Eisen enthält. Das geht zurück auf irgendeinen Fehler aus Ende des 19. Jahrhunderts, aber wird immer wieder mal noch behauptet, dass Spinat ein super Gemüse ist. Natürlich ist Spinat gesund und auch gut, meine Meinung.
Aber es ist jetzt nicht der super Eisenlieferant. Also da geht es einfach darum, dass damals gemessen worden ist am trockenen Produkt. Aber nachdem Spinat halt zu über 90% aus Wasser besteht, ist es halt einfach ja, nur 10% davon, von dem irgendwie behauptet worden ist. Aber grundsätzlich, das ist was, was ich in die Kategorie schlecht recherchiert, ja, ungenau geschrieben, hudri-wudri, kann passieren. Ist noch keine Fake News. Was auch nicht zu Fake News gehört, ist Clickbait. Alles, was in den Dingen, in den Bereich fällt von, die haben jetzt unbedingt auf die Webseiten klicken, damit ihr fahrt, was es damit auf sich hat. Das ist bei der Bravo oder bei anderen Zeitschriften, auch bei Zeitschriften für ältere Menschen eventuell, sehr beliebt. Also die aktuelle, die neue Welt, die Dingens, die arbeiten ja seit Jahrzehnten damit, zumindest auf dem Titelbild. Da hat es noch gar nicht Clickbait geheißen, sondern da hat es einfach, da war es irgendeine Überschrift, die behauptet hat, dass, keine Ahnung, schon wieder irgendwas ganz Wildes passiert ist, und dann hat man sich die Zeitung gekauft und dann hat man drinnen gelesen, so wild ist es gar nicht. Also ist gar nicht so schlimm. Es ist, da wird mehr mit den Erwartungen von uns gespielt. Da wird gespielt damit, dass wir glauben, boah, das ist, wenn da jetzt steht, dass, keine Ahnung, die Queen irgendwas ganz was Wildes gemacht hat, dass das halt wirklich wild war und nicht, dass sie irgendwie ja, unpassende Schuhe zu einer unpassenden Handtasche dazu angebaut hat. Aber das ist meistens der Inhalt, der dann da drinnen ist. Also da geht es wirklich nur darum, hinklicken oder eben Zeitung kaufen. Und das Dritte ist, also es mit Satire zu tun hat. Wir haben inzwischen sehr, sehr viele Online-Medien, die sich damit beschäftigen, die sowas bringen. Die Tagespresse, der Postillon, die Onion im englischen Bereich, die einfach damit ja, Leute unterhalten wollen. Da geht es zwar darum, dass sie Leute glauben lassen will, dass das echt ist, aber in Wirklichkeit, wenn man kurz drüber nachdenkt, weiß man sofort, und vor allem auch, wenn man die URL sieht, dass das nicht wahr ist. Heißt aber nicht, dass das nicht gefährlich werden kann, weil es gibt dann halt immer wieder Politiker und Politikerinnen, die das nehmen und als echt irgendwie darstellen. Hat es auch schon ein paar sehr lustige Szenen gegeben, gerade auf Social Media, wo sie die dann lächerlich gemacht haben. Was aber dann irgendwie bei den Leuten auch stecken bleibt. Also wenn die das hören, ja, das hat der einmal geteilt und das kenne ich noch und das muss ja irgendwas dran sein. Zum Beispiel, dass uns die EU das Schnitzel verbieten will. Da ist irgendwas, muss da dran sein. Das heißt, ja, das bleibt bei den Leuten halt im Gedächtnis. Wobei trotzdem eben gehört halt nicht wirklich zu Fake News. Und der zweite große Bereich ist Malinformation. Malinformation ist ein recht neuer Begriff. Da geht es nicht darum, dass etwas falsch ist, sondern da geht es um Information, die grundsätzlich richtig ist, aber die einzig und allein den Zweck hat, Menschen, Menschengruppen, Organisationen oder Ländern zu schaden. Das heißt, da geht es wirklich darum, dass ich zum Beispiel Politiker oder Politikerin doxe. Also doxen heißt, ich gebe Kontaktdaten bekannt. Vor allem auf Twitter, wenn jemand ein bisschen unangenehm wird für die eigene Meinung, dann wird da schon mal recherchiert, wo wohnt der oder die Person, und dann wird das halt in einschlägigen Foren bekannt geben. Und das kann halt für Investigativjournalisten und Journalistinnen schon ein bisschen ungut werden. Es kann für jeden ungut werden, wenn mir auf einmal jemand auflauert, den ich nicht mag oder der mich nicht mag oder der mich bedrohen möchte. Aber es ist halt keine Falschinformation. Das heißt, es ist, wenn jemand mal, oder ein berühmtes Beispiel ist die Natascha Strobel, die auf Twitter immer wieder mal gute Analysen zur Tagespolitik postet und die ja inzwischen ein Buch schon geschrieben hat darüber, dass die fotografiert wird von fremden Leuten und die Fotos werden einfach auf Twitter geteilt und ihre Adresse wird auf Twitter geteilt und so weiter oder in anderen Foren. Und dass da dann einfach Menschen auflauern und zwar nichts tun, aber es ist trotzdem bedrohlich, wenn man jetzt für eine Stunde jemand nachgeht, einfach so, und immer wieder Fotos macht. Und natürlich kann man da rechtlich irgendwas machen, aber ja, das, die Adresse und das so weiter ist einmal bekannt und damit umzugehen ist schon mal schwieriger. Man kann nicht jedes Mal, wenn meine Adresse gepostet wird, einfach umziehen, das geht ja auch nicht. Aber das ist eben nicht Fake News, aber trotzdem etwas, das, ja, natürlich zu schlechten Ton und sogar strafrechtlich relevant werden könnte. Was sind jetzt Fake News? Fake News ist die große Kategorie der Disinformation und ich habe heute ein paar Beispiele mitgebracht, die manche vielleicht schon kennen, vor allem wenn sie meine Vorträge schon gesehen haben.
Da haben wir, fangen wir beim sehr einfachen und sehr, sagen wir noch, recht harmlosen für Disinformation falsche Interpretation an. Ein Beispiel, das ich immer wieder gern bringe, einfach weil es sehr deutlich zeigt, wie sehr politisch das auch verwendet wird. Da hat eine Ortsgruppe oder eine Landkreisgruppe in Deutschland von der AfD ein Foto geteilt mit dem Caption, die Situation Deutschlands an diesem Foto erklärt, wo man eben einen südländisch aussehenden Mann sieht, der einen Polizisten bedroht. Wenn man weiß, worum es geht, nämlich um die Dreharbeiten zu einer Netflix-Serie, ist das Ganze gleich viel weniger bedrohlich. Wenn man das nicht weiß, dann könnte man natürlich glauben, oh, passt natürlich auch zur Agenda von der AfD in dem Fall, da ist schon wieder jemand, der unsere Polizei bedroht, südländisch aussieht. Das heißt, Ausländer, Ausländerinnen sind böse. Passt halt in das Denken gut rein. Und damit kann ich, egal wie oft ich das mache und egal wie oft das immer wieder behauptet wird und auch widerlegt wird, kann ich einfach eine Grundstimmung in Leuten erzeugen. Das heißt, wenn die das immer wieder hören, dass immer wieder sowas passiert, auch wenn es nie richtig ist, irgendwo im Hirn entsteht was so hat, ja, aber das habe ich schon mal gelesen, das habe ich schon mal gehört, das muss irgendwie stimmen, das sagen ja die Leute immer. Und ja, wenn ich dann in meiner Echokammer bin und immer wieder die gleichen Nachrichten kriege, dann multipliziert sich das natürlich, dann wird das halt immer stärker. Zweitens ist manipulierter Inhalt, da geht es jetzt dann wirklich darum, dass an der Nachricht was getan wird, weil vorher ist ja eigentlich nur, das Foto ist ja original, es ist nur der Kontext irgendwie geändert worden. Bei manipulierten Inhalt nehme ich immer wieder das Büttel, einfach weil es am besten zeigt, wie man eigentlich auch mit wenigen, komplett ohne Photoshop-Kenntnisse, ein Bild so bearbeiten kann, dass es komplett unterschiedliche Nachrichten transportiert. Ich habe da links zum Beispiel das Bild, ich habe in der Mitte das große Bild und wenn ich das durchschneide in der Mitte, kann ich sagen, okay, wenn ich den linken Teil verwende, dann habe ich einen erschöpften Soldaten, der noch mit einer Waffe bedroht wird. Das heißt, das ist eigentlich sehr bedrohlich und wahrscheinlich wird es auch als zu viel angesehen oder das ist schon ein bisschen unnötig und dem könnte man ja eigentlich helfen. Und rechts habe ich dann genau das Gegenteil. Rechts habe ich den gleichen Soldaten, dem Wasser geben wird, so Art, schaut, wie freundlich unsere Soldaten sind und wie die ihm sogar weiterhelfen. Damit kann ich eben, wenn ich zum Beispiel Online-Medium bin und wenn ich jetzt nur einen Teil davon verwende, super ein Message rausbringen. Und wenn ich weiß, okay, meine Leser und Leserinnen sind eher in dem Fall pro USA, dann verwende ich den rechten Teil oder eben anti-USA, verwende ich den linken Teil. So kann ich einfach bestehende Weltbilder verstärken und sagen, okay, ja, ihr seht wieder mal, der Army ist gut oder der Army ist schlecht. Das Problem am mittleren Bild, Problem, man weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, man weiß nicht, wie es weitergeht und es ist irrsinnig schwierig. Es muss diskutiert werden. Es muss eben, wie kommt es dazu? Was gibt der einem? Was ist die Situation vorher gewesen? Wie geht es weiter? Und es wollen halt Medien oft auch nicht. Vor allem Medien, die nicht Information, sondern Meinung verbreiten wollen, beschränken sich dann darauf, das zu präsentieren, was ihre Leser und Leserinnen auch sehen wollen. Dritter großer Teil, bei uns noch nicht so weit ankommen, aber vor allem in den USA und vor allem im Wahlkampf sehr, sehr präsent ist Imposter-Content. Das heißt, eine Seite gibt sich als etwas aus, was sie nicht ist. Die Seite schaut sehr aus wie die Washington Post mit eben dem Schriftzug und allem drum und dran. Wenn man auf die Website schaut, ist das Democracy Awakens in Action. Es steht auch da herunten. Ist das nicht die Original-Website von der Washington Post und eben es soll so ausschauen, als wäre es die Washington Post, das heißt eine renommierte Zeitung. Und wenn ich das dann irgendjemand weitererzähle, dann kann ich sagen, ja, das habe ich in der Washington Post gelesen. Und derjenige oder diejenige kann das nicht mehr überprüfen und der erzählt das dann weiter, als wäre es in der Washington Post gewesen. Gibt es bei uns eher noch weniger, also niemand gibt es irgendwie als die kleine Zeitung oder die Kronenzeitung aus. Aber gerade was den internationalen Kontext angeht und gerade was US-Politik angeht, ist das nicht unwichtig, woher hat man was und wie geht es weiter eigentlich. Und das allerletzte ist erfundener Inhalt und wer schon mal was gesehen hat von mir, weiß, was jetzt kommt. Es kommt immer noch die Queen. Die Queen, die in den letzten 10 Jahren über 70 Mal für tot erklärt worden ist und sie ist es immer noch nicht. Sie kratzt schon ein bisschen, aber sie ist immer noch unter uns. Aber es ist einfach so, mit Todesnachrichten, die nicht wahr sind, wird halt einfach sehr viel, wenn man es vorher gehört hat, Clickbait betrieben. Das heißt,
Ich sage einfach, die Queen ist tot und klicke auf den Link drauf und dann bist du auf meiner Seite und eventuell laufen da im Hintergrund Werbungen und so kann ich halt auch Geld generieren. Da kommen wir dann gleich dazu, warum es Fake News überhaupt gibt. Aber das ist halt so ein Klassiker, hat es immer wieder gegeben. Justin Bieber ist tot, lange Zeit auch irgendwelche Schauspieler, immer wieder. Also man findet eigentlich unter Leute, die falsch für tot erklärt werden, ständig Nachrichten, die immer wieder kommen. Das wird auch nicht irgendwie Fahrt den Leuten, ist aber irrsinnig leicht zum Nachprüfen, weil wenn die Queen tot wäre, würden wir das alles sofort erfahren. Wir müssten nicht irgendwie auf irgendeiner WhatsApp-Nachricht angewiesen sein, wo dann drinnen steht, oh, hast du gehört, die Queen ist gestorben. Wenn ich es dann nirgends im Internet finde, kann ich sehr wohl davon ausgehen, dass das halt noch nicht der Fall ist. Das sind so die wichtigsten Formen von Disinformation, also von Fake News. Es gibt noch ein paar mehr, die zum Teil ein bisschen verschwimmen zwischendrin, aber das ist so grob das, was passieren kann. Also einmal original und aus dem Kontext reißen, dann wirklich was manipulieren, sich als jemand anderer ausgeben und gleich komplett Nachrichten erfinden. Falls das jemand von euch eventuell einmal brauchen kann, also für irgendwas, irgendeinen Vortrag oder sowas, es gibt da die wunderbare Seite breakyourownnews.com, da kann man so ein Bild, das so ausschaut, super leicht erstellen, man hat den Hintergrund, den kann man nehmen, das da unten kann man alles frei wählen und es schaut dann schon ein bisschen aus wie ein Nachrichtenbild. Also das kann man eigentlich mit wenigen Klicks selber machen im Netz. Das ist eigentlich nicht wirklich schwierig. Aber bitte nicht irgendwie missbrauchen für sowas. Das war mal das Was. Was gibt's? Wie schauen grundsätzlich Fake News so aus? Wir kommen zum Warum. Weil, dass es Fake News gibt, wissen wir eh. Die Frage ist wirklich auch nur, warum? Warum gibt's die? Warum machen Leute sowas? Und da habe ich das Ganze ein bisschen aufgeteilt in grundsätzlich mal warum, also was sagt die Wissenschaft, warum gibt es Fake News, dann was sind eventuell psychologische Gründe für mich, dass ich an sie glaube und dass ich sie weiterverbreite, was sind persönliche Gründe für der oder den oder die Einzelne und was habe ich eigentlich für einen Mehrwert, wenn ich an Fake News und dann auch weitergehend, und das ist, verschwimmt ja immer ein bisschen, an Verschwörungstheorien glaube. Das heißt, warum mache ich das, warum glaube ich daran? Und warum, oder was habe ich einfach als Person davon? Mal auch mit der Wissenschaft, die teilt das recht gut ein in die 8Ps. Die Claire Wardle hat 2017 8Ps postuliert, also Dinge, die mit harten P anfangen. Wobei das schon ein bisschen veraltet ist, weil wir gerade erklärt haben, dass Poor Journalism und Parody eigentlich nicht mehr wirklich dazugehören. Aber das sind schon auch noch Teile davon, die man mitbedenken soll. Also da geht es jetzt auch um den größeren Begriff der Falschnachrichten. Das sind einfach auch Dinge, wobei die eben noch einerseits nicht zu den wirklichen Fake, also nicht zu Disinformation gehören und halt auch auf der eher harmlosen Seite sind. Wir fangen da links oben an, eben schlechter Journalismus und Parodien. Da sind wir noch im Bereich, haha, und ist alles nicht so schlimm. Vor allem bei schlechtem Journalismus, wenn sie die Medien dann auch dafür entschuldigen und irgendwie öffentlich zugeben, okay, das war Blödsinn, in Wirklichkeit stimmt das nicht, und das ist auch durchaus ein Qualitätsmerkmal von Medien, dass man, ja, woran man sie messen kann. Ein weiterer Grund ist Provocation, also irgendwie mit ich schaue mal, was passiert, wenn ich das poste, zu tun hat. Das hat oft gar keinen viel weiteren Grund, sondern ich will einfach nur sehen, wie Leute streiten. Das kann in Online-Foren sein, dass ich irgendeine unpopuläre Meinung einschreibe und dann sehe ich, wie die Leute auf irgendwen losgängen. Da will ich einfach nur, dass irgendwas passiert. Passion ist dann schon ein bisschen, ja, da ist schon ein bisschen, ist man schon ein bisschen selbst involviert, da geht es um Leidenschaft. Lieblingsbeispiel von mir ist immer Fußball. Wenn irgendjemand Fußballfan ist oder für irgendwen sehr stark sich begeistern kann, ist ganz klar, dass nicht die Mannschaft verloren hat, sondern der Platz schier war, der Schiri falsch pfiffen hat, das gar kein Elfer war und das war auch kein Abseits. Obwohl man wahrscheinlich weiß, dass das schon Abseits war und das sehr wohl eine rote Karten vielleicht und der Schiri eh okay pfiffen hat, aber man will es halt nicht eingestehen. Also das ist, wenn man Fan ist und irgendjemand meine Mannschaft verliert, dann suche ich halt Ausflüchte, dass ich sagen kann, okay, es stimmt eigentlich nicht, dass meine Mannschaft irgendwie verloren hat, sondern da sind andere schuld. Bei Partisanship geht es schon darum, dass ich selbst wirklich davon was habe.
Also da setze ich mich für etwas ein, von dem ich selbst profitiere. Sehr ähnlich wie bei Passion, aber eben schon mit dem Wissen, wenn ich das jetzt durchbringe, dann habe ich auch was davon. Profit, ganz klar. Also das sagen wir vorher zum Beispiel bei Clickbait, wenn Leute durch irgendeine Fake News auf meine Website klicken und dort Werbung läuft, verdiene ich Geld damit. Das heißt, Falschnachrichten verkaufen sie gut, weil es meistens Sensationsnachrichten sind und die Leute klicken drauf und irgendwie entweder kriege ich pro Minute, was die auf meiner Seite sind, ein bisschen was, oder sogar mit Bannerwerbung, wenn die draufklicken, dann kriege ich einen Prozentsatz davon, wenn da nur ganz wenige draufklicken von oder wenige Prozent von den vielen, die auf meine Seite kommen, dann kriege ich schon ein bisschen Geld damit. Und anscheinend verdient man damit recht gut, weil sonst würden das, also Geschäftsmodelle, die lang laufen, werfen auch was ab, sonst würde es das nicht mehr geben. Dann geht es weiter in Richtung Political Influence, also wirklich schon jetzt das, was man gerade vorher mit dem Posting zum Beispiel von der AfD gesehen hat, Dinge, die in meine politische Agenda reinpassen und von denen ich sage, okay, wenn ich das sage, dann sind A, meine Wähler und Wählerinnen bestätigt darin, dass sie mich wählen und andererseits erzeuge ich ein Gefühl in der Gesellschaft, das wiederum meiner Agenda hilft. Das ist so ein schöner Kreislauf, es erzeugt zum Beispiel Angst vor Migrantinnen, Angst vor Technik, Angst vor Fortschritt. Die Leute sehen dann in der Nachricht, die ich poste, aha, ja, vor dem muss man ja wirklich Angst haben. Dadurch kriegen sie noch mehr Angst, sind noch eher gewillt, mich zu wählen und so weiter. Also das ist ein wunderschöner Kreislauf. Und eben wird dadurch Echokammern und so Filterbubbles verstärkt, wo ich eben, wenn ich immer das Gleiche lese, sehr tief in das Rabbit Hole eindringen kann. Und das Letzte ist dann Propaganda. Da reden wir jetzt wirklich dann von Staatssystemen, wie zum Beispiel Nordkorea, wo es einfach nicht nur nicht okay ist, etwas nicht zu glauben, was der Herr Kim Jong-un sagt, sondern strafbar sein kann. Also wenn ich da irgendwas nicht weiß oder nicht glaube, was die sagen, kann es auch passieren, dass ich wirklich dafür in den Knast gehe. Oder Schlimmeres. Also das ist dann wirklich ein politisches System. Was sind jetzt psychologische Gründe dafür, dass ich an Fake News oder im weiteren Sinn dann Verschwörungstheorien glaube? Das ist einerseits Pareidolie. Pareidolie kennen wir alle aus unserem täglichen Leben. Wir sehen irgendwo ein Gesicht. Wir sehen irgendwo was, was nicht gibt, aber erkennen einen Zusammenhang und sagen, ah, schau, das ist lustig, das schaut aus wie ein Gesicht. Das ist, weil der Mensch gern Zusammenhänge hat. Der Mensch hat irrsinnig ungern etwas, was er nicht kennt. Und wenn es dann so ausschaut wie ein Gesicht, dann ist es ein Gesicht. Und das kann lustig sein bei Gesichtern. Das kann aber auch zur Verwirrung führen, wenn ich Zusammenhänge herstelle zwischen Dingen, die keine haben, nur weil mein Hirn gern hätte, dass es einen Zusammenhang gibt. Also nur weil A ist und dann B ist, heißt das nicht, dass weil A ist, passiert B. Und das ist halt was, wo das menschliche Hirn oft Kurzschlüsse anstellt, die halt so nicht stimmen. Zweiter großer Ding, den man in den letzten Monaten immer wieder gehört hat, ist Confirmation Bias. Dinge, an die ich glaube, bewerte ich viel positiver und viel richtiger als Dinge, die ich nicht glaube. Wenn ich an irgendwas glaube und in der Zeitung steht, dann ist ein Gefühl und ein Teil davon ist das, was ich auch glaube, dann merke ich mir das und dann ist das, was meine Theorie und mein Wissen bestätigt und alles andere, das das Ganze eventuell widerlegt oder halt nicht ganz so bestätigt, das klammere ich halt aus, weil das steht eh drinnen, das, was ich glaube. Und das ist das Wichtige, das pick ich mir außer. Und das ist auch was sehr Starkes, das man unbewusst macht, aber das man halt für sich, wenn man es weiß, auch ein bisschen kontrollieren kann, ob das zutrifft oder nicht. Proportionality Bias, immer wenn was Großes passiert, muss irgendwas dahinter stecken. Wenn irgendwer Bekannter stirbt, wenn irgendwas Großes passiert, wenn irgendwo auf der Welt ein Erdbeben ist, ein Flugzeugabsturz ist oder eben sowas wie damals Lady Di, JFK, solche Dinge, das sind super Dinge, wo man sofort irgendwie sagt, na, das kann ja nicht so einfache Erklärung haben, wie zum Beispiel jetzt ein Autounfall oder wie The Lone Gunman, den man immer wieder hört, also dass JFK jetzt wirklich nur von der einen Person erschossen worden ist, das kann ja nicht sein. Das wäre ein viel zu kleines
ein viel zu großes Ding, das durch eine ganz eine kleine Sache ausgelöst wird. Das kann nicht sein, da muss irgendwas Größeres dahinter stecken. So hört man das immer wieder, gerade beim 11. September und so weiter, bei allen Dingen, bei der Mondlandung, alles was große Dinge hat, hat irrsinnig viel Raum für Verschwörungen oder für Fake News. Und wo die Leute dann sagen, ah, da müssen wir mal genauer hinschauen, weil sowas Großes passiert nicht zufällig. Und ja, obwohl es natürlich Zufälle gibt, also wird halt dann einfach verleugnet. Ramsey Theory, vor allem im Internetzeitalter, eine großartige Sache. Wenn ich genügend Daten habe, kann ich alles beweisen. Wenn ich einfach, also das Sternbild oder den Sternenhimmel als Beispiel genommen, ich kann am Sternenhimmel alles zeichnen, weil ich habe so viele Punkte und wenn ich Punkte verbinden spiele, kann ich einfach alles machen. Und ja, das kann ich halt, wenn ich genügend Daten habe, kann ich mir immer genau die Daten auserpicken, die super zu meiner Theorie passen und dann sagen, ist bewiesen, passt, geht sie aus. Hat es einen Engländer gegeben, zum Beispiel einen englischen Mathematiker, der auf Standort von Einkaufsgeschäften irgendwie alte irische Sachen bewiesen hat und dass die halt alle nach der Sonne ausgerichtet sind. Der hat sich halt dann wirklich auch genau für das Beispiel die auserpickt, die halt auf der Linie sind und halt die anderen Tausenden, die es halt auch gibt, nicht. Also wenn jemand wirklich nur die richtigen auserpickt, die ich brauche, dann kann ich alles beweisen oder widerlegen, je nachdem, was ich will. Und das Letzte ist der viel zitierte Dunning-Krüger-Effekt. Das ist einfach, dass Leute glauben, sie wissen irrsinnig viel zu einer Zeit, wo sie eigentlich nur recht wenig wissen. Das hat einfach damit zu tun, und vor allem in Covid war das zu Beginn sehr stark. Leute waren daheim, Leute haben sie mit Sachen beschäftigt, Leute haben sie in YouTube-Videos eingekaut und haben dann innerhalb von kurzer Zeit irrsinnig viel Medien konsumiert zu einem gewissen Thema und haben dann glaubt, sie wissen alles. Da sind wir dann da, am Gipfel des Mount Stupid, im Ich-weiß-alles-Gefühl. Das heißt, ich habe irrsinnig viel gelernt in irrsinnig kurzer Zeit. Das ist halt, ja, man weiß dann oberflächlich einiges, aber wie man dann sieht und jeder, der mal irgendwie sich in ein Thema länger eingefuchst hat, weiß, wie schnell man da ist und wie schnell das dann auch wieder bergab geht. Weil wenn man dann sieht, was das für Sachen aufmacht und was man dann noch alles lesen kann, merkt man gleich wieder, okay, da gibt es viel mehr, das ich noch irgendwie machen kann, das ich irgendwie verstehen kann, wo ich mich noch informieren kann. Und eigentlich erst da hinten noch eben Jahren, je nachdem, was das für ein Themengebiet ist, kennt man sie wirklich aus. Aber das sind halt die ganzen selbsternannten, das können die selbsternannten Fußballtrainer und Trainerinnen sein in Österreich, aber auch die ganzen jetzt Virologen und Virologinnen, die auf der YouTube Academy das Ganze gemacht haben. Also da, das geht recht schnell, dass man glaubt, man weiß viel. Und wenn man da dann aufhört, ist man halt wirklich am Zenit und sagt, okay, passt, ich weiß eigentlich eh alles. Weiter brauche ich mich nicht informieren. Ist halt nur nicht so. Was gibt es jetzt für persönliche Gründe, dass ich an solche Dinge glaube? Das können persönliche Schicksalsschläge sein, jetzt wenn man wieder von Verschwörungen ausgeht. Das kann irgendwas sein, das mir passiert ist. Das kann ein finanzieller Schaden sein durch irgendwas. Das kann wirklich eine Krankheit sein, die mich irrsinnig eingegritten hat und wo mir die Medizin nicht helfen hat können. Das ist dann oft der Grund oder immer wieder ein Grund, dass ich zum Beispiel der Medizin nicht mehr vertraue und mich ganz anderen Sachen zuwende. Das heißt, einfach persönliche Erfahrung ist natürlich Anekdotenwissen aber jetzt, und nichts Wissenschaftliches, aber für mich heißt das, okay, das hat einmal nicht geholfen, also hilft es nie, also wende ich mich davon ab. Bestehende Glaubenssysteme, das können Religionen sein, das können Wertesysteme sein, das können Erziehungssysteme sein, wenn ich ganz klar in einer Familie groß geworden bin, wo ein gewisses Glaubenssystem oder Wertesystem vorherrscht hat, dann glaube ich das auch weiterhin. Dann ist es irrsinnig schwer, daraus auszubrechen. Wenn ich das von Kind her eingebläut kriege, dann weiß ich das auch. Und dann glaube ich dran. Und wenn ich nicht viel tue, dann komme ich da schwer raus. Schutz von Kindern, Umwelt und Tieren, das ist immer so ein bisschen unguter Grund. Sehr viele der Fake News kommen daher mit,
aber ihr müsst doch auf unsere Kinder schauen oder ihr müsst doch auf die Umwelt schauen. Ihr müsst doch, ihr könnt doch nicht Tierschutz und solche Dinge. Natürlich ist das dann das sehr, sehr wichtige Themen. Nur wenn sie als Begründung herhalten müssen für etwas, was nicht stimmt, ist es einfach, ja, ist es unlauter, die zu verwenden. Das kann nicht, natürlich, es wird sich niemand dagegen aussprechen und sagen, nein, Kinder werden nicht geschützt oder Kinder werden nicht in einer gewissen Umgebung erzogen oder die Umwelt ist uns eh wurscht, brennen wir alles nieder oder Tierschutz ist komplett unwichtig, das wird keiner sagen. Aber das als Vehikel zu nehmen, um meinen kompletten Glaubenskern da hinten von dem ziehen zu lassen, ist halt einfach nicht richtig. Das passt halt einfach nicht und darauf muss man halt dann auch hinweisen. Aber das ist halt oft was, wie es daherkommt, der Schutz von vermeintlich Schwächeren. Und wir müssen ja was tun, damit die, also wir müssen unsere Kinder schützen, weil, Beistrich, die bösen Migrantinnen und Migranten vergewaltigen sie. Natürlich muss ich Kinder vor Vergewaltigung schützen, aber das hat jetzt nichts mit dem hinteren Teil zu tun. Aber eben dagegen zu sprechen, erwischst du vielleicht nicht, dass die Kinder geschützt werden, da wissen wir sehr schnell in Teufelsküche. Und das Letzte, das haben wir nicht vergessen, ist Existenzangst. Wenn ich Angst darum habe, dass ich meinen Job verliere, dass ich meinen dass gewisse Dinge einfach mein Leben durcheinander bringen können. Wenn mir eine Partei immer wieder sagt oder irgendwer immer wieder sagt, aufgrund der Migration kann es gut sein, dass du deinen Job verlierst und pass auf, dann ist es halt einfach auch nach unten zu treten und irgendwie auf die Leute zumindest verbal hinzuhauen und ich würde sagen, ja, die sind schuld, dass ich jetzt sozusagen Existenz habe, Angst habe, aber das sage ich so nicht, sondern ich sage, die sind schuld, dass es uns schlecht geht. Und das wird mir halt auch wieder mal eingeredet, weil es gibt schon Schicksalsschläge auch, aber in Wirklichkeit habe ich es natürlich selbst in der Hand auch, ob ich gewisse Dinge mache. Und wenn, dann sind natürlich auch nicht die schuld, sondern Firmen, die andere Arbeitskräfte oder günstigere Arbeitskräfte einstellen. Dann muss das andererseits reguliert werden. Aber nach unten zu treten ist halt immer um einiges einfacher als nach oben. Und was haben die jetzt für einen Mehrwert, Menschen, die an solche Dinge glauben? Grundsätzlich, wir hören es jetzt in letzter Zeit immer wieder, wir sollen nicht spalten, die Gesellschaft ist so gespalten. Aber in Wirklichkeit, das ist ein Paradoxon, aber trotzdem, Spaltung verbindet. Es ist irrsinnig, gruppendynamisch irrsinnig wichtig, dass es Leute gibt, die zu einer Gruppe nicht dazugehören. Und das verbindet natürlich. Wenn jetzt auf der einen Seite eine Gruppe ist, die ganz fest an etwas glaubt, fangen wir mit der flachen Erde an, dann werden die immer wieder von der Wissenschaft und von Leuten, die halt sagen, okay, das ist halt nicht so, auch gerne mal wieder verarscht. Und das ist halt was, okay, wir haben einen äußeren Feind, drucken wir ein bisschen enger zusammen, damit wir damit wir mit einer Stimme sprechen und ein bisschen mächtiger sind. Das heißt, die Verbindungen in der Gruppe werden stärker und man wehrt sie eher gegen das, was von außen kommt. Kampf für eine gute Sache. Die Leute glauben ja, dass sie im Recht sind und dass sie die Wahrheit kennen und wir, und ich sage jetzt einmal in meinem Fall wir, weil ich mich dazu erzähle, wir nicht. Wir sind, keine Ahnung, Schlafschafe oder sonstige Dinge, die noch nicht erleuchtet und erwacht sind. Das heißt, sie wollen uns eigentlich ja nur sagen, das ist die gute Seite, komm dorthin. Wir helfen da außer so missionieren eigentlich in die Richtung. Überlegenheit, so das Wissen, ich bin besser, ich weiß was du noch nicht hast, Geheimwissen gehört da dazu, das ganz wenige Leute wissen, außer halt ein Koch aus Deutschland, aber das ist halt, das kennen wir halt einfach nicht, das wissen wir halt nicht, aber der hat das aufgedeckt und dadurch fühlen sie sich überlegen. Es ist ein Ausweg aus der Ohnmacht, wenn ich, so wie vorher, von Existenzangst bedroht bin, ist der Glauben an das, dass ich eh nichts dafür kann, ein superer. Also wenn ich jetzt sage, okay, jetzt verliere ich wahrscheinlich meinen Job, aber ich kann nichts machen dafür, dann bin ich zwar ohnmächtig, aber ich habe eine Erklärung für die Ohnmacht und ich kann nichts machen dafür und dadurch fühle ich mich auch ein bisschen erleichtert. Was sie fast alle in sich vereint, ist das Ignorieren von Widersprüchen. Es gibt, jetzt, wenn man auf Covid geht, die große Covid-Leugner-Szene, wenn man das jetzt so nennen will. Da rede ich jetzt nicht von Maßnahmenkritikern, weil ob alle Maßnahmen gut oder schlecht waren, das ist ein anderes Thema. Aber eben Covid an sich zu leugnen, da gibt es recht eine starke und immer noch große Gruppe, die sagen, das gibt es nicht. Oder die sagen, das ist gezüchtet. Oder die sagen, das ist ja nur Grippe. Oder die sagen, Viren gibt es eigentlich gar nicht.
und die widersprechen sich eigentlich, weil das gibt es nicht oder der ist gezüchtet, ist, das ist was anderes. Aber die sind trotzdem ineinander so weit, dass sie sagen, okay, wir widersprechen der offiziellen Meinung, deswegen kehren wir zusammen, weil wir sind eh so wenige Splittergruppen, da müssen wir zusammenkehren, damit wir uns gegen die wissenschaftliche Meinung wehren. Verleugnung, also eben alles, was mit okay, das stimmt ja nicht und das gibt es ja nicht und das ist ja Blödsinn, da geht es auch wieder um die Confirmation Bias, alles, was nicht meiner Wahrheit entspricht, verleugne ich einfach. Und sie werden, vor allem wenn sie bekannt sind, als mutig wahrgenommen. Das ist so das Märtyrersein. Irgendein berühmter oder berühmte Star äußert sich dazu und sagt, ist ja Blödsinn, Covid gibt es ja gar nicht. Und sofort gibt es ein Bandwagon von Leuten, die aufspringen und sagen, oh, der Star ist so super und ist so mutig und mutig. Mutig soll halt keine Kategorie in der Wissenschaft sein und auch in der Gesundheit in Wirklichkeit. Wobei man natürlich sagen muss, Wissenschaftler früher waren auch mutig. Also zu behaupten, die Erde sei nicht der Mittelpunkt des Universums, ist auch mutig. Nur halt eine andere Art von mutig. Also wie wenn das ein Fernsehstar oder ein C-Promi sagt, der dann irgendwie versucht, auf gewissen Video- oder Online-Social-Media-Plattformen irgendwas zu behaupten, was eigentlich keine Hand und keinen Fuß hat. Aber der wird halt als mutig wahrgenommen, weil der traut sich was sagen, was die anderen sich nicht sagen trauen und der widerspricht den Massenmedien. Und eben, mutig, Märtyrer, ganz wichtig. Da ist es gar nicht so wichtig, ob er die Wahrheit sagt oder nicht. Ich habe jetzt eher gesagt, weil ich an einem bestimmten denke. Das sind so die Gründe, warum es gibt. Was kann ich jetzt tun als Einzelperson für mich und auch für andere? Für mich ist es recht einfach. Wenn ich will oder wenn ich überprüfen will, ob was richtig oder falsch ist, kann ich grundsätzlich einmal fragen, ist die Quelle seriös? Wer ist also die Quelle? Meistens recht einfach auszufinden. Ich kann schauen, wo ist das veröffentlicht worden? Ist es in einer Zeitung, in einer Zeitschrift veröffentlicht worden? Ist es auf einer Website veröffentlicht worden? Habe ich es über WhatsApp gekriegt? Dann muss ich vielleicht schon ein bisschen recherchieren, aber grundsätzlich können wir nachfragen, okay, wer ist die Quelle? Gut, es ist meine Tante. Dann schauen wir nach, wo hat die das her? Ganz einfaches, einfach mal suchen nach den Begriffen, die sie mir geschickt hat und schauen, was rauskommt. Dann komme ich nämlich meistens, wenn es eben, sagen wir jetzt, mir meine Tante geschickt hat, auf irgendeiner Seite, wo ich schauen kann, was macht die Seite sonst noch so. Also es ist inhaltlicher Unterschied, ob ich auf Krone, Standard oder auf irgendeinem persönlichen Blog bin. Das ist einfach qualitativ deswegen schon ein Unterschied, weil der persönliche Blog, den schreibe ich oder irgendeine Person oder zwei, drei, hat sie irgendwie keinen journalistischen Kriterien verschrieben, sondern kann alles behaupten und ist irgendwie nicht dafür verantwortlich, was damit passiert. Bei Medien, die etablierter sind, wurscht wie groß, ist das schon was anderes. Das heißt, wenn ich eine Tageszeitung bin, wenn ich ein Fernsehmedium bin, das einen gewissen Ruf und eine Reichweite hat, dann bin ich eigentlich dafür verantwortlich, was ich aussehe. Und dann kann ich das einmal ganz so einfach machen. Da gibt es einen Presserat, der dann Rügen verteilt, die leider nicht bindend sind und die eigentlich so ein Du sind, aber nicht mehr. Aber das ist schon ein qualitativer Unterschied. Nicht richtig oder falsch, sondern da geht es einfach schon darum, okay, ist das was Großes, ist das nichts Großes und was schreibt die sonst noch? Also auch in Richtung, wen bedient das Medium? Wen bedient die Zeitung? In einer Presse und in einem Standard stehen ähnliche Themen und ähnliche Berichte. Man hört aber aus den Kommentaren durchaus außer, für was die eine und für was die andere Zeitung steht. Hat ein bisschen mit Medienkompetenz zu tun. Wenn ich es wirklich wissen will, muss ich mir halt einfuchsen. Okay, wofür steht die? Woher kommt die Nachricht? Oder wer ist der Autor oder die Autorin von dem Ganzen? Aber da kann ich zumindest sagen, der Grund ist wahrscheinlich richtig und die Interpretation ist halt das dann, was die Zeitungen oder die Medien unterscheidet. Ganz wichtig und da kennen die Medien oft gar nichts dafür, aber wer teilt das noch? Von woher kommt die Zustimmung? Das sagt zwar jetzt noch nichts über die Wahrheit aus, aber trotzdem kann ich einmal einfühlen das Ganze und schauen, okay, das bedient jetzt die Narrative und die Erzählungen von gewissen Teilen der Gesellschaft. Die sind super zufrieden damit. Woher kommt das also? Was heißt das eigentlich für mich?
gibt es ein Impressum. Das ist das Einfachste, was ich checken kann. Jede Seite muss eigentlich ein Impressum haben. Das eigentlich ist wieder so, hat halt nicht jeder und ist halt auch irrsinnig schwer irgendwie zu bestrafen, weil wenn ich nicht schreibe, wer ich bin, wenn sollen die dann bestrafen? Und ja, mit IPs geht das schon, aber wenn die Server dann im Ausland sitzen, ist es wieder nicht so einfach. Das heißt, das ist so ein Nona nicht. Wenn ich einigermaßen seriöses Medium bin, dann mache ich das. Es gibt aber natürlich Gründe, dass seriöse Medien ein Impressum vage halten oder zumindest nicht öffentlich machen. Einfach, das haben wir wieder bei vorher, bei dem Ding, wenn sie Angst um ihr eigenes Leben haben zum Beispiel. Wenn das Investigativjournalisten und Journalistinnen sind, die recht kleine Redaktionen haben, die immer wieder damit rechnen müssen, dass sie bedroht werden, dann werden die natürlich ihren Namen eher nicht bekannt geben. Dann kann das auch was sein, was, gut, weiß jetzt nicht, wer das ist, aber die haben einen Grund dafür, einen guten Grund dafür, das nicht zu machen. Gibt es Studien, die Meldung bestätigen, widerlegen? Das ist dann schon ein bisschen Arbeit. Was finde ich eigentlich so an wirklich wissenschaftlichen Sachen dazu? Gerade jetzt bei Covid oder bei anderen Sachen, die ganz klar wissenschaftlich aufgearbeitet sind oder die untersucht sind, die jetzt nicht klar Meinung sind, sondern wo mit Zahlen um sich geschmissen wird. 86% der Leute irgendwas. Woher kommt das? Woher kommt die Studie oder wer ist die Studie? Was machen die sonst so und ist das eventuell nur zu kurz, ist das falsch interpretiert? Die Studie, wie wir vorher schon gesehen haben, wenn man was einfach falsch interpretiert, ist das natürlich auch Falschnachricht. Das heißt, kann ich da irgendwie außerlesen, dass das stimmt und ist die Zahl drinnen und passt die auch oder ist es einfach nur eine Zahl, die da drinnen gelesen hat und so übernommen hat und spiegelt eigentlich was ganz was anderes wider? Woher stammen die Bilder? Ich kann mit Google, aber auch Yandex oder anderen TinEye zum Beispiel Webseiten oder Programmen schauen, woher Bilder kommen, wann sie das erste Mal im Internet veröffentlicht sind, auf welchen Seiten sie veröffentlicht worden sind, von wem sie sind, in welchem Kontext sie gepostet worden sind, wie sie das erste Mal geteilt worden sind, einfach um das klassische Symbolbild auszuräumen. Wenn ich jetzt sage, okay, da es sind Menschen an der österreichischen Grenze, die irgendwie ganz wild randalieren und dann poste ich ein Foto dazu und das Foto stammt aber nicht von dort, sondern ist schon 2012 irgendwie an der Grenze Mexiko-USA veröffentlicht worden, wie es einmal eben auch war, dann kann ich ganz klar sagen, die Nachricht stimmt vielleicht, weil das Bild dazu ist mindestens irreführend, weil das stimmt halt einfach und das gehört nicht dazu, weil es gibt natürlich einen Grund, warum ich das Bild veröffentliche. Ich will die Situation dramatisieren. Aber das sollte ich halt dann machen mit Bildern, die Wahrheit und das Jetzt widerspiegeln. Umgekehrtes Beispiel hat es auch gegeben, wie die Waldbrände im Amazonas waren 2019. Da haben irrsinnig viele Stars immer wieder Bilder geteilt von Waldbränden, die gar nicht entweder von jetzt waren, also die zum Teil aus dem bis zurückgängen ins Jahr 1989, oder auch von Waldbränden aus ganz anderen Regionen der Welt, also aus Nordamerika, aus Russland zum Teil sogar. Da ist es zwar auch wichtig, ja, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, aber trotzdem das nicht mit falschen Bildern zu machen. Es war eigentlich ein Rechtsklick und mit Google nach Bild suchen, bis man sofort herausgefunden hat, okay, das Bild ist eigentlich von ganz anders her. Und damit kann ich mich halt auch selbst diskreditieren. Also vor allem, wenn ich das zum Beispiel als Emmanuel Macron mache, der eigentlich ein bisschen sensibel mit solchen Daten umgehen soll, erst Präsident, also das wäre doch was anderes. Dann ein bisschen was ich mich fragen kann. Also das Wieso ist in Klammer, aber möchte ich, dass die Nachricht wahr ist und wenn das so ist, wieso? Da geht es wieder um die Wertesysteme, um eigene Einstellungen, wo stehe ich politisch, gesellschaftlich, würde ich mich eher in das Eck stellen, eher in das Eck stellen, warum möchte ich, dass irgendwas wahr ist? Und hat das damit zu tun, wie ich die Nachricht aufnehme. Wenn ich einen Artikel liest, also so die klassischen sind die Pro- und Contra-Sachen, die man oft in einer Zeitung lesen kann. Da gibt es eine Person, die schreibt, ja, das ist so, und die andere schreibt, nein, das ist nicht so. Und da kann man sich eigentlich, man kann sich schon beides durchlesen, aber man tendiert dann eher zu einem hin. Und da kann man dann sagen, okay, das ist das, was ich eher unterstütze. Ist nichts Verwerfliches. Jeder hat so seine Vorurteile und jeder hat so seine Biases. Aber man soll sich dessen auch bewusst sein. Also man soll wissen,
so denke ich, so bin ich und ja, unter dem Hintergrund einfach auch die Nachricht bewerten. Dann die W-Fragen stellen, die klassischen 5 W-Fragen. Wer hat es geschrieben? Was steht drinnen? Wie schaut es aus? Also durchaus auch, wie ist die Aufmachung? Schaut es professionell aus oder nicht? Warum und wann? Also warum ist ein bisschen so, dass dient es rein nur zur Nachrichtenübermittlung oder hat es schon einen Sinn, dass es mich in eine Richtung denken lassen soll? Also ist es schon mehr ein Meinungsartikel? Ist es schon mehr in Richtung, was das so und so? Das ist, hast du zu denken, wenn du das gelesen hast. Und das wann eben, ist es aktuell, gerade bei Covid und so weiter, ist es sehr wichtig, ob das aktuell ist oder nicht, weil Nachrichten von letztes Jahr um die Zeit sind einfach jetzt nicht mehr aktuell. Also das ist einfach, da hat sich die Wissenschaft weiterentwickelt, da gibt es inzwischen anderen Wissensstand und ja, man muss einfach schauen, dass gewisse Sachen sehr tagesaktuell sind. Und das Letzte ist, was kann ich machen, wenn ich mich gar nicht mehr auskenne, was finde ich auf Fact-Checker-Seiten? Es gibt genügend Fact-Checker-Seiten im deutschsprachigen Bereich oder im englischsprachigen Bereich. Ich habe ein paar mitgebracht. Mimi Kammer kennen vielleicht viele von euch, André Wolf und Thomas Wannemacher, die gerade in den letzten Monaten sehr viel Arbeit gemacht haben, die auch im ORF auftreten sind, die seit über 10 Jahren großartige Arbeit machen, inzwischen auch eine Website haben, die anschaubar ist, die war jahrelang wirklich schier, jetzt inzwischen ist sie auch optisch ein bisschen schöner, Korrektiv, ein deutsches Recherchekollektiv, das immer wieder mal größere Reportagen macht. Das APA-Faktencheck.net, also österreichische Presseagentur, die wirklich auch immer wieder zu tagesaktuellen Sachen Faktenchecks machen. Snopes ist so das amerikanische, die schon seit Jahren das machen, die dann auch eine Skala haben mit, ja, kann man glauben, nein, kann man nicht glauben und wo ungefähr steht es dazwischen. Psiram, das ist gerade was Verschwörungstheorien und Verschwörungserzählungen angeht, eine sehr, sehr gute Ressource. Das ist so eine Art Wikipedia zu Namen und Begriffen, die sehr häufig in dem Kontext auftauchen. Da kann man eben Namen nachschlagen und zu den Leuten recherchieren, die zum Teil nicht so wichtig sind, dass sie auf Wikipedia stehen, aber trotzdem, was wichtig ist, dahin den Hintergrund zu kennen. Es hat ja die Erzählung gegeben, dass alle Geimpften mit September versterben. Das kommt unter anderem dort her. Da gibt es halt einen Doktor, den Dr. Coldwell, der das behauptet hat, der kein Doktor ist, der nicht Coldwell heißt. Das ist einfach ein Deutscher, der in die USA emigriert ist und dort ganz kann man dort nachlesen. Der ist eine sehr illustre Person. Und den Goldenen Aluhut, das einfach eine deutsche Initiative ist, die Aufklärungsarbeit macht, die inzwischen auch Broschüren rausgeben, die man gratis bestellen kann, die aber auch recht cool den Merch machen, den man sich zulegen kann. Das eigentlich so aus der Sektenaufklärung rausgekommen ist und inzwischen aber viel, viel mehr macht und wirklich, wirklich gute Arbeit macht und da jährlich so einen Preis vergibt, den Goldenen Aluhut, wo es eben so um Themen geht, die einfach ein bisschen in die Öffentlichkeit kehren. Und natürlich auch wir, also einfach auch bei uns melden. Wir wissen auch meistens recht viel. Was kann ich jetzt für andere tun? Ich kann einerseits, also erstens einmal ganz wichtig ist, respektvoll bleiben. Wenn die Leute, immer davon ausgegangen, ich will den Leuten helfen oder ich will für die Leute da sein, respektvoll bleiben. Wenn ich wem helfen will und dem sofort sage, ja, du bist ja Aluhut-Mensch und du solltest einmal, weiß nicht, der Aluhut-Druck ist schief oder was weiß ich, das ist ja alles ein Blödsinn, wird sich die Person nicht wirklich für mich interessieren und wird eigentlich gleich einmal ja, mich nicht mehr als Quelle verwenden oder mich nicht mehr als ja, Vertrauensperson verwenden. Das heißt, respektvoll bleiben. Wie grundsätzlich in jedem Gespräch, respektvoll bleiben. Aber ganz klar sich positionieren. Ganz klar zu sagen, das glaube ich nicht. Oder das ist nicht so. Nicht mit nicken. Gerade wenn man zu mehr am Tisch sitzt, einer irgendwie zum Schradronieren anfängt und sagt, ja und wisst ihr, der Gates hat das alles geplant. Und alle sagen, Und da ist halt einmal ganz klar, wenn ich das nicht glaube, zu sagen, na, ist nicht. Da geht es nicht so sehr darum, dass ich die eine Person erreiche, die das sagt, sondern eher die Umsitzenden erreiche. Das ganz klar ist, es gibt auch noch andere Positionen zu dem, ich nenne es jetzt Schwachsinn, das derjenige, der erzählt. Glaubt es nichts ungefragt? Nein, nicht. Das heißt, wenn jemand was behauptet, nachfragen.
am besten Zweifel mit Fragen wecken, weil wenn er oder sie sich selbst zu hinterfragen beginnt, ist eigentlich schon sehr viel erreicht. Bei einem Thema bleiben, ganz wichtig, Leute, die sich tief in die Sachen einhauen, wissen oft vieles zu vielen Themen. Und da gibt es sogar den Diskussionsstil, der heißt Gischgalloping. Das heißt, der hat ein Thema, behauptet irgendwas, ich versuche das zu widerlegen, die Behauptung dauert so lang, die Versuch der Widerlegung dauert so lang, während ich das sage, hat der schon 10 neue Sachen behauptet und irgendwann komme ich nicht mehr nach mit dem Widerlegen oder irgendwann hat er ein Thema gefunden oder sie, das ich nicht widerlegen kann, weil ich mich halt nicht so gut auskenne und das ist dann das Siegsterberecht. Das heißt, schaut wirklich bei einem Thema bleiben, die Person, okay, heute geht es nur um das Thema, was macht der Bill Gates? Wirklich nur das und nicht, da kommen keine Rothschilds ein, da kommen keine internationalen Verschwörungen, andere Dinge ein, sondern wirklich nur Bill Gates. Und dann beim nächsten Mal kann man mir einem anderen Thema widmen und so weiter und so weiter. Wirklich Thema für Thema ab frühstücken. Stell Fragen. Nicht immer einfach behaupten, sondern wenn jemand sagt, ja, Covid gibt es ja nicht und 3 Minuten später, ja, Covid ist ja Biowaffe, fragen, ob der oder diejenige sich selbst eigentlich zuhört und fragt, du hast schon gemerkt, dass du dich selbst widersprochen hast. Ganz wichtig, die Leute sollen selbst zu zweifeln beginnen, weil sie sich selbst am meisten glauben. Und wenn sie selbst dann merken, dass sie sich in Widersprüchen verstricken, dann hat das viel, viel mehr Effizienz, als wenn ich ihnen sage, das ist falsch. Wenn ich wirklich Zeit habe und wenn mir die Person wichtig ist, gemeinsam recherchieren. Wir setzen uns hin, nehmen uns 2 Stunden Zeit und recherchieren gemeinsam. Schau mal, woher hast du die Nachricht her? Also woher hast du das, dass der Bill Gates das und das ist? Schauen wir uns die Seiten an, dann schauen wir uns Seiten, die was anderes behaupten an. Und so einfach zu schauen, was finde ich außer und woher kommt das und ja, wie kann ich mit der Nachricht umgehen? Und wieder bei einem Thema bleiben, das Ganze fertig recherchieren und immer so den, du kannst dir bemühen bei mir dort lassen, wenn man wieder geht. Person auf jeden Fall zu verstehen versuchen. Das haben wir jetzt wieder bei dem, warum glaubt ihr an das? Bleibt respektvoll. Versucht die Person zu verstehen. Hat die einen Schicksalsschlag hinter sich? Hat die irgendwas, ist da irgendwas passiert, warum die an das glaubt? Das heißt nicht einfach, ja, du bist ja der Dudelsang, sondern die hat einen Grund, dass sie an das glaubt. Und den muss sie halt wissen, damit die versuchen kann, die Person zu verstehen und zu checken, warum die das glaubt. Bei Streitdiskussionen abbrechen, vor allem, wenn man die Person wichtig ist. Das ist ganz wichtig, weil wenn man zu streiten beginnt, dann sind wir wieder eventuell da oben, ist man nicht mehr respektvoll. Wir sind wieder dort, dass die Person sich abwendet und dass man näher mal als Ressource für die Person bereitsteht. Und wenn ich die Person da raushole und die Person aber mich ausschließt als Ressource, dann habe ich verloren. Also dann kriege ich die Person auch nicht mehr. Und im Notfall einfach professionelle Hilfe suchen. Man kann gerade bei Verschwörungsgläubigen gibt es unterschiedlichste Hilfestellen im Notfall auch wirklich an die Sektenberatungsstelle, die das auch mit thematisieren. Aber auf jeden Fall irgendwie gemeinsam da bleiben für die Person und zu schauen, wenn ich mich selber nicht mehr auskenne, natürlich auszunehmen. Aber das sind so die Dinge, die ich empfehlen oder die wir empfehlen können. Das heißt wirklich, was für mich selber tun, Fact-Check im Notfall und bei den anderen immer wirklich zu schauen, bleibt respektvoll, schaut, dass ich selbst abgrenzt davon und einfach zu sagen, okay, ich will dir helfen, wenn ich der Person helfen will, also wenn sie zum Beispiel im Bekannten-, Freundes- oder Familienkreis ist, aber wirklich schauen, dass das nicht auf die persönliche Ebene übergeht. In diesem Sinn, ich bin in der Zeit blind, das ist ein World First, das mir noch nie passiert. Gibt es Fragen? Ja, wenn ihr Fragen habt, dann bitte einfach rein in den Chat oder ihr entmutet euer Mikrofon und dann könnt ihr auch gleich Fragen stellen. Es klingt viel leichter, als es dann getan ist, finde ich eigentlich. Thomas, so wie du das jetzt vorher gerade gesagt hast, zum Beispiel, kriege irgendwelche Meinungen auf Telegram, ja? Und da steht dann, keine Ahnung, Tausende sind gestorben wegen der Impfung. Ja? Und dann wollte ich da ein bisschen nachrecherchieren, aber ich habe dann ehrlich gesagt keine Zeit,
oder keine Lust oder es ist mir dann zu deppert, dass ich das dann suche, weil ich habe es gleich auf Anhieb nicht gefunden und dann ist mir das eigentlich dann wieder zu blöd, muss ich sagen. Und dann ist meine Diskussion aber schon wieder vorbei, weil ich eigentlich dann, ja, also man muss schon ein bisschen dahinter bleiben, würde ich sagen, dass man, wenn man das wirklich machen will. Gell? Also man muss bedenken, die Leute, die an solche Sachen glauben, nehmen wir jetzt wieder Verschwörungen heran, die sich jetzt in Covid-Verschwörungen eingesteigert haben, die glauben wahrscheinlich seit 1,5 Jahren dran. Die haben sich jetzt in 1,5 Jahren irrsinnig viel Wissen aufgebaut. Die haben sind irrsinnig tief ein in das Thema. Und die glauben das jetzt. Die kriege ich nicht von heute auf morgen außer. Das dauert, das ist ein Prozess. Die geben das nicht gern her. Die haben da hunderte Stunden, nennen wir es, investiert in das Ganze. Und ja, genau. Komme ich gleich dazu. Die haben irrsinnig viel Zeit investiert und die glauben das einfach. Das ist halt jetzt für die ja, Wahrheit. Und die da wieder aussagen, es gehört irrsinnig viel Größe oder Mut dazu, dass ich sage, hey, ich habe mich geirrt, das stimmt einfach nicht. Das, was ich jetzt geglaubt habe, 1,5 Jahren, das stimmt einfach nicht. Da gibt es einen österreichischen ehemaligen oder einen Aussteiger aus der Verschwörerszene, der vor kurzem auch im Standard porträtiert worden ist, der einen eigenen YouTube-Kanal hat, der auf solche Sachen auch eingeht und auch seinem Leben erzählt, wie klar das für ihn war, wie einfach dass das ist, an was zu glauben und dann wird da wieder was dazu eingesponnen in die Theorie und dann, ja, ist klar, dann ist die einfach erweitert worden. Und der macht inzwischen Aufklärungsvideos. Also das ist wirklich so, das ist nicht einfach, da wieder rauszukommen. Das ist wirklich, wie kann man sich bei einer Sekte vorstellen, die ja auch nicht sehr, sehr ausstiegsfreundlich sind. Und da war gerade die Frage zu Corona-Impfung unfruchtbar, wie kann ich als Nichtmediziner junge Mädchen beruhigen? Es ist erwiesen, dass es nicht stimmt, aber das hilft halt der Person nichts. Weil die hat halt den Beweis, dass es stimmt, weil sie halt tausende Leute kennt, die jetzt unfruchtbar sind. Zumindest das Telegram-Gruppe. Was man probieren kann, ist das wirklich gemeinsam zu recherchieren, wenn man die Zeit hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel 1-zu-1-Betreuung mit der Person hat, kann man versuchen, das zu recherchieren. Es gibt inzwischen sehr, sehr gute Videos. Also sehr viele der Menschen sind, nennen wir es so, YouTube gebildet. Und da ist YouTube ein gutes Medium, mit dem man ansetzen kann. Da gibt es zum Beispiel die MIT, die auf ihrer Seite MyLab sehr, sehr gute Videos macht, die auch eher auf Jüngere abzielen, die zwar wissenschaftlich erklärt, aber das Ganze in einer sehr jugendfreundlichen Sprache sagt, jugendlich geschnitten, also wirklich mit schnellen Cuts und mit guten Grafiken, gut vertont, professionell produziert. Da kann man sich das anschauen, da gibt es auf jeden Fall ein Video zur Unfruchtbarkeit. Und wir haben in Martin Moder in Österreich, der auch ausgezeichnet worden ist jetzt für Wissenschaftskommunikation, der auch gute Videos macht. Die sind zwar ein bisschen wissenschaftlicher, aber trotzdem gut erklärt. Meistens sind sie einfach so. Der hat dann eine Barbie in der Hand oder das mit Wolle und mit Orangen und mit was weiß ich was. Der versucht das alles sehr, sehr bildlich darzustellen, sehr so, dass man es versteht, also Wissenschaft, aber Oberbrechen für Leute, die, bin kein Mediziner. Aber trotzdem, wenn der das erklärt, dann kann ich mir das vorstellen mit eben ein Spike-Protein ist die Nelke. Der DNA von ist wirklich ein Wollfaden und da ist halt ein Teil dran. Und also der kann das sehr, sehr gut erklären. Und wenn man das dann vielleicht noch ein bisschen übersetzt, wenn jetzt die Jugendliche das noch nicht ganz versteht, kann man das ja bearbeiten gemeinsam. Was heißt das? Also ich glaube, dass das zwar sehr, sehr gute Kanäle sind auf YouTube, wie man jungen Leuten das vermitteln kann. Genau, MyLab und Martin Moder. Martin Moder macht für Mega Make Europe Great Again oder Make Europe Gescheit Again, glaube ich, heißt es sogar. Und er macht aber auch für andere, also für die AGES hat er Videos gemacht und macht inzwischen sehr viel. Kann man auf Instagram followen, macht auch dort, bringt auch dort gute Sachen. Also Instagram, Twitter und Facebook sind bei ihm genau das Gleiche, je nachdem, er spielt halt das Gleiche an unterschiedliche Zielgruppen. Aber ja, kann man auf jeden Fall sie auch mit Jugendlichen anschauen, und zwar. Ja. Sie heißt Mai Thi Nguyen Kim. Aber wenn man eigentlich MyLab eingibt, kommt man dann gleich auf die. Okay, jetzt einmal schauen, weil ja. Da steht sie. Krieg nichts dafür, aber die hat auch ein Buch geschrieben. So heißt sie, so schaut sie aus. Und das ist der
Genau, MyLab ist ihr Name. Inzwischen hat sie ja eine Sendung im deutschen Fernsehen. MyThinkX heißt das Ganze, also MyTNK für ihre Nachnamen. Das ist ein sehr, sehr angenehmer Name, was das angeht, was Abkürzungen angeht. Ja. Den bekehrten Verschwörungstypen findet man unter. War der nicht dauernd jetzt auch auf ORF? Dieser hat er nicht so längere Horn an Bord? Ja, genau. Der, ja, genau. Genau, ich suche ihn jetzt gerade nebenbei. Den gibt es eh schon lang. Also der taucht immer wieder auf, kommt mir vor. Ja. Also auf Facebook heißt er Die Welt der Verschwörungstheoretiker. Das wäre der Link auf Facebook. Und auf YouTube so, ich bin gerade drauf gekommen, wir sind ja eigentlich schon ein bisschen drüber, aber egal, gell? Also ein bisschen kennen wir noch. Und zwar gibt es eine Frage, die finde ich super. Gibt es eine Altersbegrenzung, wo Meinungsaustausch bzw. Meinung teilen als Manipulation gesehen sein könnte, vor allem bei Kindern und Jugendlichen? Voll schwierige Frage, oder? Jo, also Manipulation, also grundsätzlich ist Erziehung Manipulation. Ich will, dass mein Kind was macht. Oder ja, so ja. Vermittle ich halt auch Wertesysteme. Und da geht es halt auch viel um positive Bestärkung, man könnte auch sagen Bestechung zum Teil. Und das ist halt genau das, was halt auch bei Verschwörungen mitkommt. Ich versprich dir etwas, das du wahrscheinlich nicht erreichen kannst, eben. Erleuchtung oder so. Und dafür musst du aber das glauben. Natürlich, je jünger das ist, desto sensibler muss man mit dem ganzen Thema umgehen. Manipulation geht immer davon aus, dass ich was Schlechtes will. Ich glaube ja, dass Aufklärung was Gutes ist. Deswegen, ja, weiß ich nicht, ob ich das als Manipulation bezeichnen würde. Aber natürlich habe ich die Macht als Mensch, der jetzt eine Bezugsperson ist, Erwachsener, Lehrer, Lehrerin oder eben Betreuer, Betreuerin, Jugendarbeiter, Jugendarbeiterin, habe ich die Macht, dass Jugendliche mir wahrscheinlich durch Beziehungen, die wir aufgebaut haben, ein bisschen was glauben. Und die kann ich natürlich auch missbrauchen, wie bei jeder Macht. Und das kann natürlich als Manipulation gesehen werden. Ja, das stimmt wahrscheinlich schon. Deswegen muss ich auch sehr verantwortungsvoll mit meiner Macht umgehen, die ich da habe. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns immer selbst hinterfragen und wissen, wer wir sind, wo wir stehen und das eventuell auch im Team besprechen, was wir für Teammeinung haben. Nicht, dass es da dann grobe Ausreißer gibt und so und wirklich sie an der Wahrheit am besten orientiert. Johanna schreibt auch noch, gell? Dass manchmal gar nichts mehr hilft. Manchmal ist die Entfremdung auch so groß, dass man bei allen als Familienmitgliedern nichts mehr verrichten kann. Dann heißt es warten auf ein Window of Opportunity, ein Totimpfstoff. Es sind doch alle nicht gestorben, obwohl Geimpfte seit September tot sein sollten. Hilfreich ist manchmal auch eine Beratung bei der Beratungsstelle extremismus.at. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Das haben wir auch schon in Fabian Reicher da gehabt. Genau. Bei einer Logiversity. Die beschäftigen sich mit unterschiedlichen Orten von Extremismus und eben auch mit so Verschwörungen, weil das halt oft dann die Auswirkungen hat, dass das in Richtung extremistischen Sachen oder extremen Sachen geht. Das mit Window of Opportunity unterschreibe ich voll. Das Problem ist nur, wir im Sinne von ich bin geimpft, ich hätte so im September sterben. Das ist nicht passiert. Sobald der September vorbei gewesen ist, hat es geheißen, okay, es gibt jetzt nicht Hinweise, sondern Beweise dafür, dass im Dezember alle Geimpften an AIDS erkranken. Das heißt, da gibt es dann schon wieder die nächste Bedrohung. Okay, ja, nein, das stimmt nicht, wir haben uns da verdauen. In der nahen Zukunft passiert wieder was Böses. Das ist immer so das Arbeiten mit der nahen Zukunft. Das darf nicht zu weit weg sein, weil sonst vergessen es die Leute. Das darf aber auch nicht zu knapp sein, sondern weil man muss ja ein bisschen Angst aufbauen. Und da hat es in den sämtlichen Telegram-Gruppen den Beweis dafür gegeben. Eben, wir sind wieder beim Herrn Dr. Caldwell, der gesagt hat, dass alle Geimpften mit Dezember AIDS kriegen. Also heute, 1. Dezember. Ich huste schon ein bisschen. Aber ich huste schon seit 2 Wochen. Aber es...
Also das ist dann so, dass, wenn etwas nicht eingetroffen ist, ist das oft, man kann das Window of Opportunity nutzen, aber die Leute haben dann oft schon was, dem sie wieder nachrennen. Es gibt eine wunderbare Liste, die kann ich gerne dazu schicken, wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich die finde, mit Dingen, die seit Beginn der Pandemie behauptet worden sind von Leuten, die aus der, nennen wir es grob Corona-Leugner oder Covid-Leugner-Szene kommen, die nicht eingetroffen sind. Und die Listen ist ein Google-Doc, das ständig erweitert wird, mit Links zu den jeweiligen Behauptungen, mit Screenshots, mit Dingen, die das halt belegen sollen, was gewisse Leute gesagt haben, aus dem wissenschaftlichen Bereich oder nicht, die nicht eingetroffen sind. Das heißt, wenn ich mir das durchschaue, ist eigentlich das komplette Word-Gebäude von den Leuten zusammenhauen. Tut es aber nicht, weil sie halt noch dran glauben und weil halt der Glaube an die Dinge sehr stark ist und man das, wie gesagt, sehr ungern so gibt, dass man sich geirrt hat. Gibt es noch Fragen? Dann würde ich euch bitten, die letzten Fragen einfach noch in den Chat hineinzuschreiben oder auch noch einfach ein Statement abgeben zu wollen. Dann hätten wir jetzt noch die Chance. Schreibt es noch schnell in den Chat, wenn Sie noch etwas ergänzen wollt oder etwas wissen wollt. Und ja, ich will euch nicht strapazieren. Es geht ja morgen wieder weiter. Morgen um 9 Uhr. Okay, ich habe den Link gerade gefunden. Also wenn es interessiert, Prophezeiungen der Querdenker.com heißt es inzwischen. Das sind alle Prophezeiungen, die es so gegeben hat. Und eben auch immer mit Links dazu und wer es behauptet hat. Und ja. Cool. Das heißt, Thomas, wenn wir Teilnahmebestätigungen aussenden, kann ich deine Präsentation wieder mitsenden. Sehr gerne, ja, freilich. Mhm. Also wollt ihr die Präsentation auch haben, dann schicke ich es euch sowieso gleich mit den Teilnahmebestätigungen mit und dort findet ihr dann auch zum Beispiel diese Links, die der Thomas auch noch mitgeschickt hat. Ja? Ihr braucht es mir jetzt nicht alle schreiben, ja bitte, oder ich mache es einfach. Jeder, der eine Teilnahmebestätigung bekommt auch die Präsentation dazu. Genau. Ja, dann würde ich sagen, meine Lieben, ich würde sagen, die Stunde ist so schnell wieder vergangen, aber es war wieder interessant. Ich habe es, glaube ich, eh auch schon tausendmal gehört, aber ich find immer irgendetwas wieder, wo ich dann wieder denke, aha, stimmt eigentlich, das könnte das nächste Mal wieder besser machen oder ja, mich wieder ein bisschen am Riemen reißen und da weiter zu suchen und zu schauen. Und danke, Thomas, für die super informative Stunde. Immer gerne. Mich freut es am meisten, dass ich in der Zeit geblieben bin. Das ist noch nie passiert, wirklich nicht. Und du kriegst dann die netten Feedbacks. Ich sage nochmal danke, Thomas, und werde jetzt nun die Aufnahme beenden.